Wir haben da einen Wunschplan, dürfen da unsere Wünsche reinschreiben, also die wichtigen Wünsche, ja. Nicht so, Oma will einen Kaffee trinken mit mir oder so, das geht halt nicht. Aber richtige Sachen werden berücksichtigt. Ob das Urlaub ist, ob das frei ist, das macht eigentlich die Chefin alles möglich. Der Dienstplan ist frühzeitig fertig. Das ist ein großer Vorteil, wenn man halt auch Kinder hat. Für mich ist das hier wie ein Sechser im Lotto. Ich bin alleinerziehend seit 1,5 Jahren und ich bekomme eigentlich den Dienstplan so, wie ich ihn brauche. Dass ich 2 Monate vorher schon weiß, wie ich arbeite, macht natürlich das Privatleben erheblich leichter. Das war damals mit ein Grund, weshalb ich hier angefangen habe, weil ich eben wusste, dass man hier keine Nachtdienste hat. War definitiv ein Argument für mich, ja. Wir freuen uns auf dich.